Das EHL-Gandl-Essen ist eines der festlichen Höhepunkte der österreichischen Immobilienwirtschaft. Im stilvollen Ambiente des Blachutter, Gasthaus zur Oper, treffen sich mehr als 400 führende Köpfe der Branche, um in geselliger Runde nicht nur kulinarische Köstlichkeiten zu genießen, sondern auch geschäftliche Kontakte zu pflegen und zu vertiefen. Wir begleiten unsere Kunden durch gute und schlechte Zeiten. Wir stellen uns den Herausforderungen und wir wären auch komplett fehl am Platz, wenn wir nur negativ an die Themen herangehen. Und deswegen blicken wir auch mit einem leichten Optimismus in die nächsten Monate und Jahre. Die Veranstaltung ist jedoch weit mehr als ein gesellschaftliches Ereignis. Sie symbolisiert die Stärke und den Zusammenhalt einer Branche, die auf Vertrauen und persönlichen Beziehungen basiert. Ein herausforderndes Jahr, ein Jahr mit vielen Schwierigkeiten, das viele Veränderungen mit sich bringt und auch noch bringen wird. Aber ich denke, wir sind alle zuversichtlich, wir packen alle an und das sind wahrscheinlich die besten Voraussetzungen. Das Resümee ist, es ist ein Jahr harter Arbeit, nicht das Jahr übermäßiger Feiern, aber ein Jahr, wo trotzdem die Marktteilnehmer, die ihr Geschäft verstehen, am Markt bestehen bleiben. Nach jedem Tief kommt irgendwann wieder hoch und ich hoffe, es kommt früher als später. Das EHL-Gandl-Essen ist ein Fest, das Tradition und Moderne verbindet und die österreichische Immobilienwirtschaft widerspiegelt. Dynamisch, gesellig und tief in den kulturellen Wurzeln verankert. Das Gandl-Essen ist Tradition, Tradition, Tradition. EHL ist für uns ein verlässlicher Partner, auf den man sich verlassen kann. Hohe Qualität, ein tolles Team, Servicequalität. Wir arbeiten sehr gern zusammen und hoffen auch 24, dass wir erfolgreich Themen bewältigen gemeinsam. Ich liebe Traditionen und ich glaube, diese Kontinuität ist ja etwas, was Österreich auszeichnet. Und ich liebe auch das Gansl. Und ich kriege nur einmal im Jahr Gansl, weil meine Frau weigert sich, eins zu machen. Und deshalb bin ich immer sehr dankbar, weil es ist immer bei Michi Ehlmeier und beim Franz Böltl hier bei der EHL. Traditionen sind wichtig, das sind Dinge, die freuen einen, das sind Rituale. Man trifft sich wieder und darüber entstehen eben auch Netzwerke. Für viele ist es eine willkommene Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Martini Gansl heißt für mich, dass sich das Jahr zu Ende neigt und einmal Resümee gezogen wird. Und wenn man hierher kommt, es sind hunderte Leute da, die man kennt, denen man auch teilweise freundschaftlich verbunden ist und es ist immer ein schöner Anlass, hier zu treffen. Das rundet so das Jahr ab, das ist das Schöne. Die Immobilienbranche trifft sich, man plaudert, man kann sich austauschen, also es gehört einfach dazu. Das Jahr 2023 ist nicht vorüber, also wir haben noch ein paar herausfordernde Wochen vor uns, genauso wie die letzten Monate herausfordernd war. Das heißt, das Resümee 2023, ein völlig neues Umfeld, in dem wir uns bewegen müssen, sehr herausfordernd. Und ja, es vergeht tatsächlich kaum eine Woche, wo nicht eine neue Herausforderung dazukommt. Also ein sehr ereignisreiches Jahr. Das EHL-Gandl-Essen ist auch heuer wieder ein starkes Zeichen für das geschäftliche Miteinander der österreichischen Immobilienwirtschaft.